Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung von Marcia Worms FC Homburg. Sie endete vor 1031 Zuschauern mit 2:5. Die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rovo Motor Oil. Recht herzlich begrüßen möchte ich Gästetrainer Timo Wenzel und unseren Trainer Max Mehring. Und selbstverständlich hat der Gästetrainer das erste Wort. Ja, hallo zusammen. Zum Spiel muss ich sagen, erste Halbzeit fand ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Haben, glaube ich, ganz, ganz wenig zugelassen. Ich glaube, einen Distanzschuss von Worms zugelassen. Haben dann aber ganz klar gesagt in der Halbzeit, dass Worms in der zweiten Halbzeit unheimlich präsent sein wird. Wird wahrscheinlich viel mit langen Bällen kooperieren. So war es dann auch. Bekommen dann das 1-1, weil wir die ersten 10 Minuten komplett verschlafen haben. Genau das Gegenteil gemacht, was wir in der Halbzeit gesagt haben. Unverständlich, aber es war so. Dann machen wir das 2-1. Und dann verteidigen wir es einfach ganz schlecht. Ein langer Ball, ein tiefer Laufweg, wo wir es einfach ganz, ganz schlecht verteidigen. Muss auch sagen, in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es ein Foul an David Hummel. Schiedsrichter hat es aber nicht gepfiffen, das ist auch völlig okay. Beim Stand von 2-1, der Elfmeter, auch in meinen Augen ein bisschen fraglich. Dann trotzdem 2-2, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel aus der Hand geben. Dann passiert natürlich, wie gesagt, diese rote Karte und bekommen dann halt das 2-2. In Unterzahl, wie gesagt, nicht gut verteidigt, aber dann nochmal, wir haben dann, klar, mit zwei Mann mehr den Ball dann zum Teil gut laufen lassen, aber die letzten 5 Minuten waren dann auch nicht mehr so, dass wir gesagt haben, wir lassen den Gegner jetzt einfach mit zwei Mann mehr einfach wirklich laufen, spielen dann wirklich das Ding einfach runter. Das haben wir nicht so gut gemacht, aber trotzdem Glückwunsch an meine Mannschaft. Unser Ziel war hier zu gewinnen. Wir wussten, dass es sehr, sehr schwer wird. Das war es auch. Euch alles Gute, Max, dir alles Gute und wir sind froh, dass wir die 3 Punkte haben, weil es ein guter Gegner war. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Max, wie schaut deine Analyse aus? Ja, zunächst mal auch Hallo von meiner Seite und Glückwunsch, Timo, zu dem Sieg. Wir sind in die erste Halbzeit reingekommen und waren nicht so griffig, wie wir es uns vorgenommen hatten, hab trotzdem von meiner Mannschaft dann ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen, wo der Standard uns so ein bisschen psychologisch bricht. Und das hat man dann auch im Nachgang gemerkt, dass unmittelbar nach dem 0-1 die eine oder andere brenzlige Situation dann schon dabei war, die wir dann nicht so besonders gut zu Ende verteidigt haben. Auch die Entstehung vor dem Eckball beim 0-1 war nicht so, wie wir es eigentlich machen wollten. Und waren dann leider wieder in der Situation, dass wir dem Ergebnis hinterherlaufen mussten. Wollten dann in der Halbzeit einfach nochmal ein anderes Gesicht zeigen nach der Halbzeit und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind unheimlich energievoll aus der Halbzeit rausgekommen, machen dann in der Phase, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht auch verdient den Ausgleich. Dann war es vom Gefühl her so, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, wir sind dran, vielleicht können wir jetzt auch das 2-1 direkt nachlegen, zumindest mal können wir das Spiel länger offen halten. Und genau in diese Phase rein entsteht die Situation mit der roten Karte für Jean plus den Elfmeter dann obendrauf. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du ein Mann weniger bist und direkt 2-1 in Rückstand gerätst. Dann musst du offensiv bleiben, bist aber ein Mann weniger, weil du willst ja jetzt auch nicht das Spiel herschenken. Und dann muss ich sagen, dass wir dann in Unterzahl zurückkommen und das 2-2 machen. Top, ja, auch Reda, der dann reinkommt und den Elfmeter zieht, richtig gut. Und dann wollten wir den Punkt halt einfach mitnehmen, ja, weil wir wussten, dass es dann nochmal 15, 20 lange Minuten werden in Unterzahl und haben dann leider Gottes erneut einen Standard nicht gut verteidigt, nicht gut zu Ende verteidigt und wir kriegen dann folgerichtig das 3-2. Was uns danach nicht passieren darf, und das habe ich auch klar und deutlich angesprochen, dass wir dann eine zweite rote Karte bekommen, vor allem in der Art und Weise, wie wir die dann bekommen haben, auch wieder in Kombination mit einem Elfmeter direkt hinterher. Das darf uns nicht passieren. Wir brauchen jeden Mann. Und jetzt haben wir heute ein Spiel gespielt, wo wir dann am Ende 5-2 verloren haben, wo ich auch der Meinung bin, dass es ein bisschen zu hoch ist. Aber wir haben am Ende 5-2 verloren und vor allem auch 3 Spieler verloren. Das beutelt uns schon sehr, zumal wir nächste Woche ein extrem schweres Auswärtsspiel vor der Brust haben, welches wir unbedingt gewinnen wollen.
Trotz allem werden wir die Woche wieder positiv angehen, werden das Positive aus dem Spiel rausholen und versuchen uns komplett neu zu fokussieren auf das Spiel in Kassel. Und dann werden wir in Kassel 3 Punkte holen. Timo, euch für die weitere Runde alles Gute. Danke. Dankeschön, Max. Gibt es Fragen der Presse? Christian? Max. Ja, Max, nach der Pause, tolles Powerplay. Viele Zuschauer fragen sich, warum nicht gleich so, warum nicht meistens so, warum zumindest nicht öfter mal so? Frage ich mich auch. Gibt es keine Erklärung. Wir gehen in ein Spiel rein, wir haben einen klaren Matchplan, den wir uns unter der Woche erarbeiten. Den haben wir bis zu dem Zeitpunkt auch weitestgehend ausgefüllt. Und verteidigen eine Situation vor dem Standard schlecht und der Standard ist dann halt direkt drin. So, und dann ist es so, wie ich es eben gerade gesagt habe. Es ist dann einfach psychologisch schwierig, wenn du bis zu dem Zeitpunkt wenig zulässt und dann direkt mit der ersten Situation in Rückstand gerätst, dann sofort wieder Köpfe an und weiter nach vorne. Ist schwierig. Ja. In der Halbzeit hat man dann oftmals die Situation noch oder die Möglichkeit, die Situation neu zu bewerten und nochmal der Mannschaft auch den Impuls zu geben, Jungs, es geht weiter, lasst euch nicht runterziehen, nur weil wir jetzt direkt wieder bestraft worden sind für einen Fehler. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass wir das von vornherein zeigen, dieses Gesicht. Müssen wir halt weiter dran arbeiten. Herr Wenzel, wenn ich es richtig gesehen habe, Sie haben die Hälfte der Feldspieler, glaube ich, im Vergleich zum letzten Spiel ausgetauscht. Was waren da die Gründe und wie ist da die Bilanz dazu? Ja, die Bilanz ist sehr gut, weil wir gewonnen haben. Das spricht für die Jungs, die gespielt haben. Nochmal, das ist so, dass wir einen guten, breiten Kader haben, den wollten wir haben vor der Saison, mit vielen neuen Spielern, da wussten wir auch nicht, ob das dann auch gleich funktioniert. Und es war dann halt einfach so, dass wir gesagt haben, dass der eine oder andere halt einfach heute auch eine Chance bekommt, weil es wir einfach letzte Woche einfach nicht gut gemacht haben, schlecht gemacht haben und dann haben auch die Spieler die Chance bekommen, beziehungsweise die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und es muss ein guter und fairer Konkurrenzkampf sein. Das haben wir. Wir sind komplett intakt. Und wenn man dann auch sieht, egal wer dann eingewechselt wird, dass sie dann trotzdem nochmal alles geben. Und vielleicht tut es dem einen oder anderen mal ein bisschen gut, dass sie mal ein bisschen vielleicht von der Bank kommen. Klar, jeder will spielen. Das muss man, wir als Trainer müssen das moderieren. Ich glaube, dass wir das trotzdem bisher gut hinbekommen haben und wir müssen einfach wieder Erfolgserlebnisse haben, so wie heute. Jetzt sind wir am Wochenende sind wir spielfrei und dann geht es gegen Koblenz weiter und wir haben noch einige Spiele zu Hause, die wir unbedingt gewinnen wollen, weil wir da, wo wir jetzt sind, halt einfach uns festsetzen wollen und das ist unser großes Ziel. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Ihnen danken und eine gute Heimreise wünschen, einen guten weiteren Rundenverlauf. Max, ich zähle auf die 3 Punkte, die du eben angesprochen hast. Viel Erfolg in Kassel. Das war die Pressekonferenz gegen Marzia Worms gegen den FC Homburg. Sie wurde Ihnen präsentiert von Rowe Motoröl. Tschüss.